Hallo ihr Lieben, das wird jetzt ein Video als Hilfestellung für die schriftliche Anleitung von dem Tuch Frosty Rose. Das ist hier dieses wunderschöne Tuch mit einem ganz tollen Muster. Die schriftliche Anleitung verlinke ich euch unten. Und heute erkläre ich euch einfach nur, wie der Anfang, die Mitte und das Ende vom Tuch gehäkelt wird, weil das wird immer gleich gemacht. Und zwar befinde ich mich jetzt hier am Anfang und am Anfang häkelt man ja immer die vier Luftmaschen. 3, 4 und dann immer in den Zwischenraum. Damit ist dieser Zwischenraum hier genannt, also zwischen dem letzten Stäbchen der Vorreihe und den anderen Maschen. Hier in diesem Zwischenraum dann noch 2 Stäbchen. Also die 4 Luftmaschen sind sozusagen, 3 stehen für ein Stäbchen und dann eine Luftmasche. Und dann häkle ich hier 2 Stäbchen. Und das ist immer der Anfang. Dann häkelt ihr ganz normal laut der Anleitung weiter bis zur Mitte des Tuchs. Das mache ich jetzt mal. So, und an der Spitze bzw. Mitte vom Tuch ist das Prinzip auch immer dasselbe. Da häkeln wir immer, also in der Vorreihe, wo wir die 2 Luftmaschen gehäkelt haben und die 2 Stäbchen, häkeln wir hier in diesem Zwischenraum unter den 2 Luftmaschen immer 2 Stäbchen, also Umschlag. 1 Stäbchen, 2. Stäbchen, 2 Luftmaschen und auch wieder 2 Stäbchen. 1, 2. So sieht das aus und das ist immer unsere Spitze bzw. Mitte vom Tuch. Dann häkle ich noch jetzt bis zum Ende der Reihe und zeige euch dann nochmal das Ende. So, und jetzt bin ich hier am Ende vom Tuch. Auch hier wird das immer gleich gehäkelt. Und zwar hier in diesem Zwischenraum von diesen 4 Luftmaschen der Vorreihe und den anderen Stäbchen hole ich mir den Faden und häkel hier in diesem Zwischenraum immer 2 Stäbchen, eine Luftmasche, 1 Stäbchen. Also gegen gleich zum Anfang der Reihe, nur dass wir hier nicht mit Luftmaschen arbeiten. Also 2 Stäbchen. Dann eine Luftmasche und wir beenden das Ganze mit einem Stäbchen. Auch hier in den Zwischenraum. Und so wird das jetzt immer gemacht, jeweils immer für Anfang, Mitte und Ende der Reihe.